Servus allerseits und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es wieder mal um ein Lautsprecherprojekt, wobei dieses Video der erste Teil sein wird, da dieses Projekt noch im Gange ist und nach fertiggestellt wird über die kalten Wintermonate, so als Seitenprojekt einfach, um was zu tun zu haben. Diesmal soll es eine mobile akkubetriebene Box werden, bestehend aus einem 10 Zoll Woofer und einem Tweeter. Der Woofer ist ein 10 Zoll Monochord Treiber, den ich vor etwas längerem ziemlich günstig auf Kleinanzeigen geschossen habe. Und als Tweeter verwende ich einen Peerless Tweeter, den ich auch schon eine Weile daheim rumliegen habe. Und jetzt habe ich mich entschieden, ein Projekt damit zu starten. Die Komponenten waren ursprünglich für eine größere Doppel-10er Box gedacht, allerdings habe ich mich nach längerem Hin und Her dazu entschlossen, eine Einzel-10er Box zu bauen, die einfach ein bisschen kleiner und portabler ist, aber dennoch Krach macht. Ich werde einen Class D Verstärker mit integriertem DSP Board verwenden und zunächst einen Prototyp bauen und anschließend erst die fertige Box entwerfen und zu Ende bauen. Ebenfalls möchte ich in die Box ein paar zusätzliche Features integrieren, wie zum Beispiel einen USB-Ladeport oder sogar induktives Laden. Insgesamt möchte ich eine schön klingende mobile Box bauen und mich bei den Features und dem Design ein wenig austoben. Kommen wir zu den Hauptkomponenten. Ich verwende hierfür einen Monochord SP252E Woofer. Das ist ein 4 Ohm 75 Watt Tiefmitteltöner. Und einen Peerless BC25SC08-04 1 Zoll Seidenkalotten Hochtöner. Also im Prinzip ein 1 Zoll Tweeter von Peerless. Ebenfalls verwende ich ein TPA 3116D2 von NV Archer mit einem integrierten DSP. Das ist ein Verstärkerboard mit Equalizer und so weiter von AliExpress. Beim Gehäuse habe ich mich für eine 45 Liter Bass Reflex Box entschieden mit einer Abstimmungsfrequenz von etwa 45 Hertz. Nachdem ich mich für eine erste Gehäuseform und Größe entschieden hatte, habe ich einen ersten Prototyp aus 15 mm Rohspanresten gebaut, die ich übrig hatte und zu Hause zugesägt. Deswegen sieht das ganze Ding ein wenig harsch aus, sage ich mal. Man sieht in einigen Clips noch, dass ich einen Visaton Breitbänder eingebaut habe in den Prototypen. Ich habe mich allerdings gegen diesen Breitbänder wieder entschieden, da er nicht ganz zu meinen Einsatzzwecken gepasst hat und bin wieder zurück zum Tweeter gegangen. Explizit hatte ich Bedenken, dass der Woofer die Ankopplung an den Tweeter nicht packt. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass es doch ganz gut funktioniert. Beim Tweeter habe ich mich trotz der digitalen Frequenzweiche dazu entschlossen, noch einen Kondensator dran zu packen, damit ich auf der sicheren Seite bin, falls etwas schief laufen sollte im Verstärker. Falls ihr genauere Infos zu einzelnen Schritten oder Bauteilen wollt, schreibt gerne einen Kommentar oder besucht doch meinen Discord-Server. Dort können wir uns dann direkter untereinander austauschen und einfache Informationen teilen. Nachdem das Gehäuse dann stand, habe ich den Woofer und den Tweeter separat voneinander eingemessen und mit REW Equalizer-Einstellungen generieren lassen, wie man jetzt hier im Schnelldurchlauf sieht. So konnte ich den Crossover planen und die benötigten Equalizer generieren lassen. Die ermittelten Equalizer nur für den Crossover in diesem Fall konnte ich dann auf das DSP vom Verstärker aufspielen mit Hilfe der ACP Workbench. Und bei der Messung sieht man dann anschließend, dass ich eine ziemlich gute Ankopplung bekommen habe zwischen Woofer und Tweeter. Wie gesagt, zeige ich hier nur den Schnelldurchlauf, da das Video sonst 20 Minuten lang wird. Falls ihr genauere Details wollt, schreibt gerne. Prototyp und Equalizer sind jetzt geschafft, also wird es Zeit für erste Soundchecks. But from me man, where you get your mother from? Thing when me get, coulda come from Afghanistan. They don't want. Just take me one time, take it back.
die Grundbasis gefällt mir schon sehr. Als nächster Schritt steht jetzt an, dass ich die Kiste draußen auf den Outdoor-Use abstimme mit weiteren Equalizern und Kompressoren. Ebenfalls muss ich mir jetzt noch Gedanken machen, wie ich das finale Gehäuse gestalten werde. Zum einen möchte ich die Form ändern, da mir die Form des Prototypen nicht ganz gefällt. Zum anderen muss ich ja noch die Features integrieren, die ich vorhin angesprochen hatte. Was bedeutet, dass ich mir die Unterbringung der gesamten Technik in der Box noch genauer anschauen muss und das Ganze planen muss. Aber soweit jetzt erstmal der Status. Falls ihr noch Ideen habt, was man noch alles in die Box integrieren könnte, könnt ihr gerne schreiben. Dann schaue ich mir an, ob das sinnvoll ist und integrierbar ist. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung zu diesem neuen Projekt. Das war's jetzt aber erstmal mit diesem Teil. In den nächsten Teilen werde ich mich, wie gesagt, damit beschäftigen, wie ich das Gehäuse entwerfe und wie ich die ganze Technik und Elektronik unterbringe in dem Gehäuse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.